Auf dieses Video habe ich mich so sehr gefreut. Oh, Schokolade ist einfach das Geilste. Dann esse ich lieber nicht das. Das riecht wie ein Cocktail. Schmeckt wie Medizin. Heute machen wir etwas, von dem ich zu 100% überzeugt bin, dass es schmecken wird. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage. Aber ich habe keine Lust mehr auf Nachtisch. Oh, das riecht schon so gut. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist sehr geil. Boah. Hi. Auf dieses Video habe ich mich so sehr gefreut. Und zwar beschäftigen wir uns eine Woche lang mit meiner Lieblings... meinem Lieblingsding auf der ganzen Welt. Florian! Nope. Nachtisch. Ich liebe Nachtisch, ich liebe Desserts und ich sehe ständig so geile Rezepte auf TikTok. Und deswegen werde ich eine Woche lang jeden Tag ein neues Rezept ausprobieren, was mir TikTok vorschlägt. Ich versuche wirklich nur die Dinge zu machen, wo ich mir vorher denke, okay, das könnte auf jeden Fall was Gutes werden. Ich bin leider auf Gym-TikTok gelandet. Also was heißt leider, ein bisschen gefällt es mir da schon. Aber andererseits finde ich es auch sehr unangenehm und nervig. Die ganze Zeit nur. Ich denke, jeder Mensch macht Sport auf dieser Welt. Jeder Mensch ist sportlicher als ich. Jeder Mensch kennt sich viel besser aus mit allem. Das ist ein bisschen nervig. Und deswegen werden wir sehr viele gesunde Alternativen oder so proteinhaltige Alternativen zu Nachtischen vorgeschlagen. Das wird es wahrscheinlich in diesem Video auch geben. Ekelhaft. Ich werde mich bemühen, gute Dinge rauszusuchen. Für das erste Rezept brauchen wir Reiswaffeln. Das Rezept habe ich übrigens in TikTok-Kommentaren gefunden. Ich habe da nochmal geguckt und auch nochmal ein Video dazu gefunden. Also wir machen das auf zwei verschiedene Weisen. No, break it, it's fine. No, break it, it's fine. Und zwar machen wir Reiswaffeln. Die einen mache ich mit Erdnussbutter und geschmolzener Schokolade. Und die anderen mache ich mit Karamellpudding, Erdnüssen und geschmolzener Schokolade. Ich muss Schokolade schmelzen. Boah, Schokolade ist einfach das Geilste, was es gibt, oder? So, dann bestreiche ich jetzt erstmal zwei Reiswaffeldinger mit Erdnussbutter. Hat jemand einen Tipp, wie man dieses Öl, was immer oben ist, besser verrühren kann? Weil ich habe immer hier mindestens so viel Erdnussbutter am Ende, was so komplett hart geworden ist, weil das Öl immer oben ist. Aber ich kriege das auch nicht darunter gerührt. Flo mag gar keine Erdnussbutter. Ich muss ihm eine mit Cashewnuss machen. Bei uns ist immer Nussmus im Haus. Egal, ob du hier bist und nicht. Ich dachte, ich mag kein Cashewmus. Ich glaube, ich mag es mittlerweile. So, und die anderen zwei bestreiche ich hier mit diesem Salted Caramel High Protein Pudding. Und dann tue ich noch ein paar Erdnüsse auf die, mit dem Karamell. Das könnte halt wie so ein Snickers dann schmecken. Und jetzt kommt noch überall geschmolzene Zartbitterschokolade drüber. Mehr Schokolade. Jetzt tue ich das für so 10, 15 Minuten oder so in den Kühlschrank oder in den Gefrierschrank, bis die Schokolade wieder fest ist. 12 Sekunden später. Das geht ab. Dann probiere ich erstmal den mit Erdnussmus. Ich auch mit Cashew. Ganz schön geil. Wassermus. Boah. Das ist sehr geil. Mhm. 10 von 10. Mhm. Der ist noch besser. Aber wenn man nicht noch 11 von 10. 11 von 10. Es ist Tag 2 und heute gibt es einen Brownie mit nur 187 Kalorien, glaube ich. Also der ganze Brownie soll nur so wenig Kalorien haben. Geil. Weil der nämlich mit Cola Light oder Pepsi Max haben die halt nur, weil Pepsi Max ist besser als Cola. Aber es ist ja wahrscheinlich so wie Fanta-Kuchen dann, ne? Aber ich bin schon sehr skeptisch, weil man braucht hier so Proteinpulver und Flavin Tasty und so. Und ich finde solche Rezepte, alles was ich bis jetzt probiert habe, die sind immer kacke. Das schmeckt immer so, dann esse ich lieber nicht das, sondern... gar nichts! Gönn mir ein richtiges Stück Kuchen. So, wir brauchen die Zutatenliste. 12 Gramm Mehl. Ich wusste nicht, dass 12 Gramm so wenig sind. 21 Gramm Backkakao.
Sehr gut gemacht. Vielen Dank. Ich bin stolz auf dich. 12 Gramm Proteinpulver. Ich habe jetzt hier so ein Chocolate Brownie Proteinpulver, was wir nicht so gerne mögen. 5 Gramm Backpulver und 6 Gramm ESN Flavin Tasty oder Erythrit. Ein Glück haben wir das hier. Und jetzt brauchen wir noch 120 Milliliter Cola Zero, die wir nicht haben. So eine Pepsi Max wird's besser. Das sieht so falsch aus. Ich habe das auch straight auf das Backpulver gekippt. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Naja, das ist ein bisschen flüssig, oder? Das ist wahrscheinlich das erste Rezept, wo ich alles befolge und auch alles zu Hause habe. Nach all den Rezeptvideos. Und dann schmeckt scheiße. Hey, ein bisschen Hoffnung hier noch. Ist okay, oder? Das schmeckt irgendwie wie ein Cocktail. Vielleicht wegen der Cola. Vielleicht, wenn sich das die Sachen in der Cola verteilen. Ich finde, das riecht wie ein Cocktail. Wie so ein Kokos. Als wäre da Alkohol drin. Das riecht wie Cola mit Captain oder so. Boah. Ich glaube, der war jetzt so 10 oder 12 Minuten im Ofen. Irgendwie so. Er ist mega dünn. Aber es riecht sehr gut. Okay, ich probiere einfach, ja. Es riecht doch nicht mehr so gut wie gerade. Riecht einfach nach Protein-Brownie. Ja. So schlimm. Oh Gott. Es schmeckt wie Medizin. Ernsthaft? Ja. Ich glaub dir das nicht ganz. Ich merk, dass du mir das nicht glaubst. Nee, ganz ehrlich, das glaubt dir aber auch keiner. Ach, soll das wie Medizin schmecken, das Kakao? Schmeckt wie Medizin. Das schmeckt schon eklig, oder? Ja. So ein bisschen wie so Aspirin oder sowas. Ja. Hallo, es ist Tag 3 und heute machen wir etwas, von dem ich zu 100% überzeugt bin, dass es schmecken wird. Wir brauchen auch nur eine Zutat, und zwar die Knack- und Backzimtschnecken. Danke, Backboy. Vielleicht wissen einige von euch, dass ich eine Phase hatte, wo ich sehr süchtig danach war. Ich liebe die Knack- und Backzimtschnecken. Und ich habe ein TikTok sehr oft zugeschickt bekommen. Und ich frage mich, warum ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Ich habe nämlich schon mal mit den Knack- und Backcroissants Waffeln gemacht. Und das kann man ja auch mit den Zimtschnecken machen. Also eigentlich muss man die jetzt einfach nur aufteilen, so wie man die auch in den Ofen tun würde und dann einfach in einem Waffeleisen backen lassen. Oh, ich liebe die. Ich hatte die jetzt auch schon länger nicht mehr, deswegen habe ich wieder richtig Lust darauf. Ja, es gab eine Zeit, das war nicht mehr normal, wie viel ich von diesen Dingern gegessen habe. Jetzt warten wir, bis das Waffeleisen warm ist. Natürlich mache ich jetzt auch noch so ein Frosting dazu, also Puderzucker mit Wasser einfach gemischt. Was ich auch immer auf die normalen Zimtschnecken gemacht habe. Und dann warten wir. Oh, das riecht schon so gut. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht das Schönste ist, was ihr je gesehen habt. Oh mein Gott. Jetzt kommt dann noch ein bisschen Frosting drüber. Also wenn ihr ein Rezept nachmacht, dann unbedingt das. Es ist Tag 4. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage. Aber ich habe keine Lust mehr auf Nachtisch. Also nein, eigentlich kann ich wirklich jeden Tag Nachtisch essen. Aber jeden Tag sowas komplett Neues, sowas komplett Großes. Mir reicht auch oft einfach so ein Schokoriegel. Aber heute kommt wieder was sehr Leckeres. Und zwar machen wir heute Kinderjoy. Creme. Dafür brauchen wir weiße Schokolade, Kondensmilch, Giotto und Nutella. Eigentlich ganz einfach, man muss einfach nur die Schokolade schmelzen. Die schöne Schoki. Nein. Bisschen Kondensmilch dazu kippen und dann hat man das schon. Die weiße Schokolade schmilzt jetzt hier. Und als erstes, ich habe hier so süße Schälchen. Als erstes muss man Nutella ganz unten so ein bisschen verstreichen. So. So ungefähr so ein halber Esslöffel. Ich stand jetzt nirgendwo, wie viel Kondensmilch ich reinmachen soll.
Ich kipp einfach was rein. Was ist Kondensmilch überhaupt? Oh. Das sieht sehr komisch aus. Das wird so komisch fest. Ich habe jetzt ungefähr 30 ml Kondensmilch reingekippt und ich glaube, es reicht. Auf 200 Gramm weiße Schokolade. Okay, ich glaube, das muss abkühlen. Warm schmeckt das jetzt nicht so geil. Und dann verteilen wir das jetzt auf diese Gläschen. Und als Deko kann man dann noch so Giottos drauf tun. Wow. Ich mache das jetzt mit allen und dann tue ich das, glaube ich, für so eine Stunde in den Kühlschrank und dann essen wir das. Hallo, hi, hallo, ich habe meinen Praktikanten dazu geholt. Was geht ab? Boah, das sieht so geil aus. Okay, also ich habe Angst, weil das roch nicht so gut, fand ich. Jetzt riecht's gut. Jetzt riecht's aber einfach nach Giotto. Und ist noch eine andere, ne? Und ist Nutella. Ja. Ist okay. Mhm. Und es schmeckt ganz gut, aber es hat so sehr teigige Konsistenz irgendwie. Ich finde, es schmeckt einfach nur nach der weißen Schokolade. Und ich glaube, da müsste man so eine gute weiße Schokolade nehmen. So eine von Lind oder so. Ja. Das ist einfach nur weiße Schokolade und ein bisschen Kondensmilch. Da ist nichts Teigiges drin. Ach, krass. Ich finde, das ist so sehr wie so unfertiger Cookie-Teig schon. Also Giotto ist das Beste da drin. Ja, Nutella. Ja, Nutella. Hallo, es ist Tag 5 und es gibt heute noch das letzte Rezept und das ist ein bisschen aufwendiger. Das Finale! Das Finale! Heute machen wir ein Spekulatius-Tiramisu. Boah. Spekulatius ist sowieso das Geilste, was es gibt. Spekulatius-Creme ist das Geilste, was es gibt. Mhm. Diese Rezepte sind alle mit dieser Lotus-Creme. Aber wir haben diese Lotus-Creme nicht. Aber wir haben die Spekulatius-Creme von Koro. Ich glaube, das ist das Gleiche, oder? Ja. Also ich habe Lotus noch nie gegessen. Und wir haben halt auch noch Spekulatius-Kekse von Koro, aber auch nicht mehr so viele. Naja. Hast du Sorgen? Wir können auch Spekulatius-Kekse nachkaufen. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht, ob die reichen für das. Ach so. Man schreibt doch einfach die Zutaten in die Kommentare oder so. Also wir brauchen, ich halbiere jetzt einfach alles. Wir brauchen 300 Gramm Schlagsahne. Die sind so offene Spekulatius-Kekse. Glaubst du, die sind noch gut? Ja. Die liegen da bestimmt schon 3 Monate so auf dem Ofen. YOLO. Ist hier niemand von uns. Soll ich mal reinbeißen? Mach mal. Nein, die sind nicht mehr gut. Wir brauchen für das Rezept Schlagsahne, Mascarpone, Spekulatius-Creme, Kaffee, Spekulatius-Kekse. Wir müssen jetzt Sahne und den Mascarpone-Creme steif schlagen. Ich habe immer mega Probleme, Tiramisu zu machen. True. Weil das wird bei mir immer flüssig. Muss ich jetzt erst die Sahne steif schlagen? Oder muss ich... Weil wenn ich die Sahne so und das Masken... Dann wird es flüssig. Ich glaube, der Typ hat einfach alles zusammen gemacht, aber ich vertraue dem nicht. Meine Mascarpone wird immer flüssig und ich rühre die schon nur um. Ich benutze gar nicht so ein Ding meistens. Ja, warum benutzt du denn jetzt so ein Ding? Weil ich die Sahne steif schlagen muss. Mach so. Baby, halt die Luft an, Baby, ich bin nicht dein Traummann. Ich bin der Bowser. Denn ich bin nur ein Vagabund und ich freue mich. So wie du. Denn ich bin alle. Ich will schlafen, seit morgen. Alle. Jetzt kommen 250 Gramm Mascarpone rein. Und auch was davon. Nirgendwo steht wie viel. So geil, warum ist da so viel raus? Hast du das gegessen? Ich hab das nicht gegessen. Ich mach das jetzt in einer Mini-Auflaufform. Wie siehst du? Jetzt muss der Spekulatius-Keks in den Kaffee einmal. Schön gewendet. Vielen Dank. Wenn das nicht most satisfying ever ist. Bitte passt da jetzt so perfekt. Ja, okay. Das ist nicht so geil. Das könnte besser sein, ne? So, und dann kommt was von dieser Creme drauf. Die auch irgendwie einfach nur Sahne ist.
Hallo, fokussier doch nicht das Glas. So, dann kommen noch mal neue Kekse. Keksis. Ich habe die Spekulatiuscreme in der Mikrowelle geschmolzen und das sieht so geil aus und ich bereue es gerade so sehr, dass ich das nicht in die Creme gemacht habe. Ja. Ich kipp das jetzt einfach oben drüber als so Schicht. Weil manche machen so fancy Verzierungen, aber ich finde geil, wenn alles einfach voll ist, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich auch geil. So, und dann tun wir das jetzt im Kühlschrank für so eine 2 Stunden oder so, ne? Boah, das sieht so geil aus. Das kann nur geil sein. Spekulatius. Oh mein Gott, ist das geil. Das ist sehr geil. Boah. Das ist sehr gut. Boah. Mhm. Also besser als echtes Tiramisu. Das würde ich jetzt nicht sagen. Wie kann etwas so gut sein? Boah, das an Weihnachten ist bestimmt auch nochmal richtig geil. Essen wir das jetzt auch? Ein bisschen. Inka, was war dein Favorit in diesem Video? Das hier. Ja, eins. Und dann Bruno hatten wir. Auch das. Es war alles geil, außer... Außer der Brownie, und, der und, war so schön. Und ja, das Kinderjoy braucht man nicht, ja. Das war's mit diesem Video. Gib her. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einen Kommentar und folgt diesem Kanal. Tschüss.